Willkommen zurück bei Dark Souls 3. An der Brücke, wo wir jetzt mal ganz kurz noch nach rechts abbiegen werden, wo die ganzen Typen immer hergerannt gekommen sind. Den Boss haben wir ja erfolgreich gelegt. Mit viel mehr Glück als Verstand. Ja, ganz ehrlich, wenn das kein Glück war, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh, Hallöchen, Boden. Wir erst uns auch nochmal irgendwann. Plötzlich ist er da. Oder auch nicht. Der Boden möchte heute nicht. Alter, Topf dabei. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich da gleich... So geht's auch. Dass ich da gleich durch den Boden falle. Oh, shit. Der wirft ja damit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Och, komm. Der trifft mich halt auch noch. Was? Wieso habe ich denn jetzt Schaden? Ey, diese Typen. Die sind ganz schön behindert. So, können wir uns gleich mal voll heilen. Der Boden ist auch inzwischen da. Ja, ist klar. So. Ich habe gelesen, dass diese FPS-Drops, die so zwischendurch immer mal wieder da drin sind, einfach durch die schlechte PC-Portierung, wie immer bei diesen Souls-Spielen, kommt. Genau wie das Problem, dass mein Controller einfach zwischendurch... Ups, das wollte ich gar nicht. Dass mein Controller zwischendurch aufhört zu funktionieren. So, kann ich den eigentlich mal forcen... da runter zu springen, runter zu fallen, vermutlich ja, ne? Au! Au! Der lässt mich gar nicht mehr aufstehen! Ich wollte den eigentlich so ein bisschen Sparta-mäßig da runterstoßen, aber... Das funktioniert ja so gut mit dem... Mit dem Runterschubsen. Hallo, Hundi. Mach doch Sitz. Ein braver Hund das macht. Ach, noch einer. Ja, wobei der ist auch nicht so richtig wachsam. Köderschädel. Ja, die habe ich nie benutzt. Ich habe so vieles nie benutzt. Man denkt immer bei den Spielen, ja, musst du aufheben, brauchst du später irgendwann nochmal. Aber ist das vollkommener Blödsinn. Da vorne ist ein Tor. Was wir auch noch nicht gefunden haben, noch nicht safe gefunden haben, ist, ob die Alte noch lebt, der wir den Ring übergeben sollten, oder ob das die eine war, die wir, deren Knochen wir quasi gefunden haben. Da sitzt jemand. Und da sind Totenzeichen drumherum. Ich kann hier zumindest nicht anvisieren. Auf jeden Fall haben Leute versucht, ihn anzugreifen. Das sieht... Oder sind die einfach runtergesprungen? One of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense,
You go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. Okay. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Das if like the others, you're fool werden. Enough to play the champion. Then go on ahead. Das wird absolut kein Problem. Was haben wir denn hier unten? Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Diesen Spruch kann ich inzwischen nicht mehr hören. Okay, es gibt wohl nur den Weg durch das Tor. Da wird doch jetzt nicht wieder ein Boss auf mich warten, oder? Tschüss, Aufzug. Oh nein, nicht einer von denen. Bist du böse? Böse? Freundlich? Oh, pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegwert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Sein Ernst? This lift, with a little warming up, eventually... I've got... Kann ich ihm jetzt sagen, dass er nach oben kommt? Nee, kann ich nicht. Aber dann bleib halt hier unten stehen. Ich fahr mal währenddessen nach oben, ne? Bestimmt war das jetzt voll die Falle und da oben wäre ich zermatscht. Oh, da war ein Ausgang. Alright. Ach, der wirft die ja natürlich. I help anytime. Junger weißer Zweig. I help. Okay. Junger weißer Zweig. Junger weißer verwandeln um in Umgebung. Ah! Riese offenbar als Zeichen der Freundschaft verwandelt sich in etwas, das mit der Umgebung verschmilzt. Wird beim Benutzen verbraucht. Gut, Freund, nicht schlagen. Chameleon mit einem. Der erste Zauberstab, der kann. Okay. I help. Ja, das ist zwar schön, dass du hilfst. Okay, Moment. Ganz kurz anchecken. Hey, wo ist der Alte denn jetzt? Was? War der jetzt oben? Der war oben, oder? Der muss oben gewesen sein. Moment, wenn man hier drauf geht, ich konnte das sehen von mir aus. Also. Links von mir. Links von mir kann ich nicht hin. Hmm.
Da kann ich runterspringen, okay. Also umdrehen und dann nach unten. Okay, okay, aufpassen. Es kommt jederzeit. Genau hier. Wo ist er denn jetzt? Jetzt komme ich hier gleich nicht mehr weg. Ich sehe schon, komm. Ah, da sitzt er doch. Ah. Oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Das war ja auch so schwer. On some days, I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Er ist echt nicht der Hellste. Anyhow, do you see that? That humongous beast. Ach du Scheiße. I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. Oh Gott. I could try talking some sense into him. Glaube ich nicht. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. I could try. Tja, es gibt keinen anderen Weg nach unten. No, you should have waited. Well, it's too late now. By Sigurd of the Knights of Katarina, right by your side. Ah! Aua, aua, ja natürlich, aua. Au! Oh, ich wollte gerade sagen, hast du ihn gerade über die Klippe befördert? Weg hier, weg hier, weg, weg hier. Ich hab noch einen Heal übrig, wa? Das wird doch jetzt irgendein Standardgegner sein. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. To your valor. Long may the sun shine. Ach cool. Well, the only thing to do, really. So viele neue Begrüßungen. Moment, was bist du? Ruhen? Zusammenbrechen. Und anstoßen.
Okay. Das hier könnte vielleicht noch bei der Alten im Tempel... Geil, sieht's ja schon aus. Ich glaube, da wird sie nicht so ganz erfreut sein, wenn wir mit ihr anstoßen. Vielleicht reagiert er aber noch aufs Anstoßen. Wobei, er pennt gerade, ne? Ja, probieren wir es gerade mal. Einen Toast. Oder auch nicht. Alles klar. Weiter geht's. Muss sagen, ich war gerade ein bisschen froh, dass ich das nicht alleine machen musste. Auch wenn der Typ nicht der hellste ist, aber als Panzer funktioniert der. Mir sieht es hier ein bisschen zu verlassen aus. Eine bleiche Zunge. Okay. Oh, da ist noch was auf dem Dach. Nordlandhelm, Nordlandrüstung, Nordlandhandschuhe, Nordlandhose. Interessant. Ist ein bisschen schwerer. Hier haben wir ein bisschen mehr Gewicht drauf. Das ist alles ein bisschen schwerer. Außer die Handschuhe. Die sind leichter und die Hose ist leichter. Wobei, der Helm ist sogar leichter. Das sieht gar nicht mal so kacke aus. Was sagt das Gewicht? 58% geht in Ordnung. Was ist das hier eigentlich? Oh, lol. Okay, ich kann... Also on the fly wechseln, ja? Sehe ich das richtig? Ja, kann ich. Cool. Also kann ich dem Blauen erstmal beitreten. Das ist ganz okay. Komme ich vielleicht so ein bisschen in den Genuss von PvP. War so klar. Ah, okay. Aber die sind ja zum Glück ziemlich langsam unterwegs. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Fällt mir gerade mal so ein. Die Geräuschkulisse ist der Wahnsinn da hinten. Das ist so richtig schön einladend. Da weiß ich, da will ich sofort hin. Leuchtfeuer, Weg zurück, irgendwas? Oder hänge ich hier jetzt fest? Ne, hier geht's runter, theoretisch. Ach so, Moment, ich bin hier... Ah, ich weiß, wo ich bin. Aber ich komme hier nicht weg, das kann doch nicht sein.
Hinten ist noch ein Weg. Verborgenen oder auch nicht. Jetzt habe ich hier nicht mehr wegkomme. Cool, noch eine Geste. Alles klar. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich kann halt theoretisch hier überall runterspringen, aber da sterbe ich doch auf jeden Fall. Moment, hier ist der Eingang von dem Tunnel, oder nicht? Moment. Lass mich mal ganz kurz... Nee, da drüben ist der Eingang. Oder wo... Nee, hä? Hier ist die Kathedrale. Da unten kommt man raus. Da ist der Tunnel. Da, dann ist das Leuchtfeuer dahinter. Okay. Dann müsste das da aber die... Nee. Was ist das für eine Brücke? Ich komme hier auch nicht rüber. Da ist hier der Kathedraleneingang. Mich auf keinen Fall runter. Wie, hä? Da oben geht's noch durchs Haus. Das habe ich noch nicht gemacht. Hier vorne. Dann nach rechts. Alles klar, das hier habe ich noch nicht erkundet. Ich habe ihn gehört und ich habe nicht drauf geachtet. Okay, die Truhe sieht safe aus. Die Truhe sieht safe aus. Gehört, die Truhe sieht safe aus. Mein Leben sieht nicht mehr so richtig safe aus. Ich springe auch noch in die rein. Was ist das mit dir? Ja, das war's. Oi, oi, oi. Menschliches Harz, ja lecker. Also viel mehr halte ich aber jetzt auch nicht mehr aus. Ist das euer Ernst?
das. Nimm das. Komm, ich hab noch ein paar. Wo ist die andere? Nimm das. So. Es geht weiter bergab mit meinem Leben. Von einem Leuchtfeuer ist weit und breit nichts zu sehen. So, das war schon wieder viel zu lange, wie ich gerade sehe. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut.